Heute machen wir mal etwas ganz anderes. Wir sprechen über Zungenbrecher. Wenn du deine Aussprache trainieren möchtest, dann kann es hilfreich sein, mit Zungenbrechern zu üben. Ich werde in diesem Video die Zungenbrecher sagen und ihr seht sie in der Beschreibung. Ja, falls ihr nicht genau versteht und nochmal nachlesen wollt oder selber üben wollt, diese Zungenbrecher zu sagen. Okay, der erste Zungenbrecher. Der Whisky-Mixer mixt mein Whisky mit dem Whisky-Mixer. Ja, der Whisky-Mixer mixt mein Whisky mit dem Whisky-Mixer. Das ist ein sehr lustiger Zungenbrecher, weil Wichsen das deutsche Wort ist für Masturbation. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, dieses Wort nicht zu sagen. Ja? Der Whisky-Mixer mixt mein Whisky mit dem Whisky-Mixer. Ja? Pass auf, dass du nicht Wichsen sagst. Der zweite Zungenbrecher ist eine Erweiterung des ersten Zungenbrechers. Mit dem Whisky-Mixer mixt der Whisky-Mixer mein Whisky. Ja, am schwierigsten ist es, wenn du beide nacheinander sagst. Der Whisky-Mixer mixt mein Whisky mit dem Whisky-Mixer. Mit dem Whisky-Mixer mixt der Whisky-Mixer mein Whisky. Ein anderer Zungenbrecher. Gibst du Opi Opium, bringt Opium Opium. Opium ist eine Droge. Ja, wenn man Opium nimmt, dann spürt man keine Schmerzen. Deswegen, also Opium-ähnliche Drogen wird Patienten manchmal gegeben, damit sie nicht Schmerzen spüren. Ja. Und Opium ist eine Droge, die manche Leute nehmen, eine illegale Droge. Und sie ist schädlich, denn wie der Zungenbrecher sagt, es kann Opi umbringen. Das Opium kann den Opi umbringen, ja, den Opa. Also gibst du Opi Opium, bringt Opium Opium. Wenn Schnecken an Schnecken schlecken, merken sie zu ihrem Schrecken, dass Schnecken nicht schmecken. Wenn Schnecken an Schnecken schlecken, merken sie zu ihrem Schrecken, dass Schnecken nicht schmecken. Natürlich würde eine Schnecke nicht an einer anderen Schnecke schlecken. Ja, schlecken. Ein Eis schleckt man. Ja, man schleckt ein Eis. Und wenn Schnecken an Schnecken schlecken, dann merken sie zu ihrem Schrecken, dass Schnecken nicht schmecken. Und schmecken heißt natürlich, dass man es isst und es ist gut. Ja, das heißt, es schmeckt. Ja. Und wenn Schnecken an Schnecken schlecken würden, dann würden sie merken, dass Schnecken nicht schmecken. Ein fünfter Zungenbrecher. Wenn der Benz bremst, brennt das Benz. Das ist sehr schwierig. Wenn der Benz bremst, brennt das Benzbremslicht. Wenn der Benz bremst, brennt das Benzbremslicht. Also Benz ist natürlich eine Automarke, ja, der Mercedes-Benz. Und wenn dieses Auto bremst, ja, wenn jedes Auto bremst, dann sieht man das Bremslicht. Das Bremslicht. Ja. Wenn ein Auto bremst, dann leuchtet ein Licht auf, damit die Autos hinter ihm wissen, dass es gerade bremst. Und in diesem Zungenbrecher hat man das Wort Bremslicht noch erweitert, dadurch, dass es das Bremslicht von dem Auto der Marke Benz ist, nennt man es in diesem Zungenbrecher das Benz-Bremslicht. Also, wenn der Benz bremst, brennt das Benzbremslicht. Ein Dutzend nuschelnde
Dutzende Nuschler nuscheln. Nochmal. Ein Dutzend nuschelnde Duzer. Dutzende Nuschler nuscheln. Sehr schwierig, ja. Ein Dutzend, das sind 12. Ja, ein Dutzend, das ist 12 von irgendetwas. Ja. Und jemand, der nuschelt, ja, der nuschelt, der spricht schon, das ist Nuscheln. Nuscheln bedeutet, undeutlich zu sprechen. Ja, das ist Nuscheln. Wenn ich nuschel, dann spreche ich ganz undeutlich. Und duzen bedeutet, dass man du sagt. Ja. Jemand, der du sagt, ist ein Duzer. Ja. Und in diesem Zungensprecher heißt es, ein Dutzend nuschelnde Duzer, Dutzend nuscheln, Dutzende, Dutzende, Dutzende Nuschler, Nuschlern. Also da sieht man nicht mehr durch. Wenn Hessen in Essen, 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 Hessen, Essen in Essen. Also Essen ist eine Stadt, Essen heißt Lebensmittel gleichzeitig. Ja. Essen hat zwei Bedeutungen. Einmal ist es eine Stadt, einmal ist es Lebensmittel oder ein Gericht, ja, etwas zum Essen. Ja. Und Essen ist natürlich auch ein Verb, wenn es klein geschrieben wird. Und Hessen ist ein Bundesland. Also, und die Leute, die in Hessen leben, nennt man auch Hessen. Also, wenn Hessen in Essen, 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 Hessen, Essen in Essen. Ich hoffe, du hast das verstanden. Lies dir das nochmal durch. Dann findest du vielleicht heraus, wofür jedes einzelne Wort steht. Lilo liebt lila Luftballons. Lina dagegen kann lila Luftballons nicht leiden. Lilo liebt lila Luftballons. Lina dagegen kann lila Luftballons nicht leiden. Ja, das ist etwas einfacher zu verstehen. Ja, Luftballons, die haben natürlich eine Farbe und dann gibt es auch lila Luftballons, ja, Luftballons, die lila sind. Und dann gibt es zwei Personen, den Lilo und die Lina. Und der Lilo liebt lila Luftballons und die Lina dagegen kann lila Luftballons nicht leiden. So, das waren 8 lustige Zungenbrecher. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Probier doch selber einmal diese Zungenbrecher zu sprechen. Es ist nicht ganz einfach, aber es ist eine gute Übung. Mach dir nicht zu viele Gedanken darüber, was die Zungenbrecher bedeuten. Wichtig ist, dass du deine Aussprache trainierst. Aber wenn du es herausfindest, was sie bedeuten, umso besser. Okay, jetzt bist du dran. Nachdem dieses Video zu Ende ist, lies dir doch mal die Zungenbrecher laut vor. Okay, bis morgen. Tschüss.